Ja, hallo und herzlich willkommen nach 2,5 Jahren. Nach 2,5 Jahren habe ich die Jungs endlich mal wieder vor der Kamera. Ja, Corona ist eine Bitch, ne? Corona. Ein Arschloch, ein richtiges Arschloch. Ja. Das letzte Mal war in Hamburg und danach ging es quasi los. Das war wirklich das letzte Konzert. Wo wir uns getroffen haben, genau, ne? Ja, unser letztes Konzert war tatsächlich an einem Freitag, den 13. Und nee, da haben wir die Tour abgebrochen, ne? Freitag, den 13. Ja. Wir waren nämlich vorher noch in Dortmund. Und dann sind wir nach Köln gefahren und wollten aufbauen. Und naja, dann haben wir abgewartet mit dem Aufbauen, weil der Veranstalter dann meinte, besser nicht. Ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Haben dann überlegt, was machen wir, weil wir wussten auch, dass viele Leute da waren, die von weit angereist waren. Und irgendwas wollten wir dann machen. Und dann haben wir kurzerhand einen Tag drauf. Ja. Auf dem Rückweg haben wir schon überlegt, wie wir es machen. Haben wir einen Stream vorbereitet. Schon während der Fahrt telefoniert, was brauchen wir alles, alles zusammen. Und dann haben wir tatsächlich den ersten Livestream gemacht in dieser Corona-Zeit. Und bist du angekommen? Gut. Ich meine, wir haben die Leute nicht gesehen, aber wir haben gesehen, was sie geschrieben haben. Ja, ich glaube, das ist so das Allgemeinproblem, dass dir fehlt ja was. Also beiden Seiten. Ne? Ist natürlich klar, dass das kein Ersatz ist. Ne? So, geht gar nicht. Ne? Aber für den Moment war es, glaube ich, das Beste, was wir machen konnten. Ja. Wie war es denn für dich, die Zeit jetzt über, war das, oder was gab es besonders Schönes und was gab es besonders Schlimmes in den ganzen letzten 2 Jahren? Oh je, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also wir haben natürlich eine Menge gemacht in der ganzen Zeit. Wir haben eine Radioshow gemacht, es gab Kochsendungen, es gab Verkaufssendungen, es gab Twitch, es gab allerlei Kram, Streaming-Konzerte natürlich auch. Aber das ersetzt natürlich kein Live-Konzert. Und deswegen sind wir umso froher, dass wir jetzt wieder hier sind. Ja, glaube ich. Und ich bin auch natürlich wieder froh, dass das hier wieder genauso stattfindet, wie als wäre zum Glück nie was gewesen, in Anführungszeichen. Absolut. Das darf man dann auch gerne mal vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss es auch einfach vergessen. Ja. Auch zeittechnisch gesehen. Ich habe so viele Erinnerungen gar nicht an die letzten 2 Jahre. Es ist einfach so vorbeigegangen. Man ist einfach nur grundlos älter geworden. Genau. Ja. Wie war das bei dir? Was hast du irgendwie von den letzten 2 Jahren Positives und gleichzeitig Negatives mitgenommen? Naja, also im ersten Moment war ja mal diese Schockstarre da, ne? Dass man irgendwie gar nicht mehr wusste, was passiert jetzt, wie geht das Leben weiter überhaupt? Und man war am Anfang total optimistisch, dass das nach 2-3 Wochen vorbei ist. Und irgendwann hat man realisiert, oh, da haben wir noch länger was von. Oh ja. Und dann, das war natürlich krass, das einzusehen. Und aber parallel dazu war es auch eine kleine, um jetzt mal auf das Gute zu kommen, Erleichterung, weil dieses ganze Leben, was vorher war, ist mal entschleunigt worden. Und da kam man mal so ein bisschen zu sich und hat sich auch mal viele Gedanken machen können, die man sich vorher nicht gemacht hat. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Der eine vielleicht ein bisschen mehr als der andere wahrscheinlich. Das würde ich sogar unterschreiben, ja. Also gerade irgendwie, wenn wir jetzt mal, ich will jetzt gar nicht so krass darauf eingehen, aber gerade Psyche, das haben sehr viele Leute auch natürlich darunter gelitten, klar. Und wie war das für die Kreativität für euch? Hat das euch beflügelt oder... Ja, also wir haben die Zeit auf jeden Fall, ich nehme das einfach mal wieder, das sieht besser aus, glaube ich. Wir haben die Zeit auf jeden Fall gut genutzt, haben eine Menge Material geschrieben und produziert. Das, was auch so in der Endphase, kann man sagen, ist mittlerweile. Und ja, das wird es demnächst zu hören geben. Das ist doch eine super Überleitung. Das Problem bei der Kreativität in so einer Phase ist natürlich, man muss total aufpassen, dass man nicht jetzt nur noch über Corona schreibt, weil das ist ja klar, nun mal das, was einen umgibt und das, was einen, und Heldmaschine ist ja nun mal eine Band, die immer über das geschrieben hat, was gerade so los ist, ne? So, und dann, also mir persönlich ist es schwer gefallen, Texte zu schreiben, die mit dem ganzen Scheißthema nichts zu tun haben. Ja, glaube ich. Hast du einen Tipp an die da draußen, wie man gerade nicht immer dieses gleiche Thema mit aufgreift, auch gerade jetzt danach? Also mir hat es zum Beispiel geholfen, an dem Thema entlang zu schlängeln, sich entlang zu schlängeln, um anschließend rauszukriegen, dass man es auch anders sehen kann, diesen Text. Also nicht, also das Wort Corona ist natürlich verboten. Wir haben natürlich eine Nummer geschrieben, die heißt Lockdown, ne? Die haben wir, das war aber klar, dass das von uns kommen musste.
weil sonst wäre man nicht die Heldmaschine. Also das muss dann raus. Ja. Und kann man aber auch ein bisschen mehr reininterpretieren im Prinzip. Da kann man auch mehr reininterpretieren, aber es ist ja eigentlich mit dem Wort Lockdown ziemlich klar, was gemeint ist. Aber alle anderen Songs, die so das Thema ankratzen, die wir jetzt geschrieben haben in der Zeit, die kann man auch anders sehen. Ja. Ja. Also das wäre jetzt mein Tipp, wenn du jemanden, wenn du selber einen Song schreiben willst oder so. Weiß ich ja nicht. Ich? Nee. Persönlich jetzt gerade aktuell nicht. Nee. Also vielleicht kommt das noch, weil vielleicht, für YouTube wäre es natürlich immer gut, seinen eigenen Shit zu promoten. Aber wir können ja mal was zusammenschreiben. Ach was. Ja. Was ist so? Ist das jetzt? Machen wir das jetzt offiziell? Machen wir das? Machen wir das? Muss man gerade meinen Produzenten fangen. Mal gucken. Herr Produzent! Wir müssen mal einen Kalender schauen. Die nächsten Jahre. Vielleicht kommt da was. Vielleicht auch nicht. Werdet ihr sehen. Aber du machst mal. Also. Ja, genau das. Ja. Genau aber. Ja. Aber in einem Video warst du ja schon, ne? Ja. In einem Video war er schon. Es muss jetzt eigentlich 2.0 werden, oder? Das ist dann nämlich das zweite Mal quasi. Ja. Ja, okay. Ja. Und wer weiß, du drehst ja auch Videos, habe ich gehört. Ja, ja. Er hat dir das nicht verraten. Ja, nee. Was? Hab ich nichts? Nee, ich habe gar nichts gesagt. Nee. Nein. Ja, genau. Du kannst auch gerne noch ein bisschen Werbung machen. Wir können die Plattform hier nutzen. Ja, dann mach mal die Arme hier weg. Hier, Dark Arts, bitteschön. Ich habe gar keine Heldmaschine-Shirt. Aber die sind an. Da, die sind da jetzt, los, ich auch nicht. Aber die sind aber jetzt gerade eher auf dem Channel. Also auf dem Channel. Ist das live? Achso. Nee, von Dark Arts meine ich. Hallo. Ja, falls ihr ein Musikvideo haben wollt, guckt mal in die Kommentarleiste, da ist auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, da meldet ihr euch. Jo. Aber wieder zu euch zurück. Hi, wir sind immer noch da. Ja. Was habt ihr denn? Habt ihr neue Songs geplant und könnt ihr da schon irgendwas verraten? Schemtechnisch, thementechnisch? Oh. Also die erscheinen immer noch in Stereo und auf CD. Wir trauen uns immer noch CDs zu machen. Okay. Zwar nicht mehr so viele wie früher, aber wir trauen uns, ja. Ja, kein reines Spotify-Ding. Ich glaube, so 1000 können wir machen, oder? 1000 CDs? Ja, 1000 gehen. Also ja. Limited? 1000, nee, nicht was limited. Heutzutage bei dem ganzen Scheiß kann man ja froh sein, dass wenn 1000 CDs gekauft werden. Okay. Ja, wie konntet ihr euch denn am besten, sag ich mal, die letzte Zeit über Wasser halten? Was war das, was euch am meisten Spaß gemacht hat und gleichzeitig, man muss jetzt nicht in die Finanzen reingehen, aber euch am besten über Wasser gehalten hat, sag ich mal. Also meinst du jetzt finanziell oder rein psychisch? Sowohl als auch. Sowohl als auch, weil das sind ja unterschiedliche Dinge. Also finanziell war es bei mir so, dass ich auch wieder auf dem Bau schaffen musste in dieser Zeit. Und um den Kühlschrank halt voll zu machen. Ja, wir haben zwar Überbrückungshilfe gekriegt, aber wie jeder weiß, die Überbrückungshilfe ist nicht dazu da, um Menschen zu helfen, sondern um die Wirtschaft anzukurbeln. So. Herzlichen Dank dafür. Aber das ist anderes Thema. Und deswegen mussten wir natürlich auch irgendwie gucken, dass wir arbeiten gehen, wie früher. Ja. Um Geld zu verdienen. Das hört sich jetzt immer das so hat doof aber, an. Nee, das war gar nicht doof, weil das hat nämlich auch nochmal gezeigt, dass auch das Spaß macht. Ja, okay, und das hat, das ja, das ist wirklich so, mir macht Innenausbau, Zimmerei, das, was ich ja gemacht habe, das macht mir auch Spaß. Und wenn man dann merkt, dass es noch geht und man auch Spaß daran hat, dann hat man auch gar nicht mehr so viel Angst vor so einem Einbruch. Ja, okay. Das ist natürlich super. Man sagt ja auch, wir sind die größte Bastelband der Welt, was auch stimmt, weil alle Bühnendinge, die so auf der Bühne stehen, sind quasi selbst gebaut und das meiste hat er entworfen, ne? Entworfen, gesägt, gebaut, geschweißt. Mhm. Du bist der Dirk, ne? Ja, bin ich. Zusammengelötet. Ja. Auch das. Was möchtet ihr denn auch gerade Bands, die irgendwie sehr unter Corona gelitten haben, noch auf den Weg geben? Gibt es da was euch besonders unter den Nägeln brennt? Zeit nutzen. Einfach die Zeit nutzen, die man hat. Also uns wurde ja auch diese Zeit quasi auferlegt. Und dadurch haben wir auch sehr viel Kreatives rausgehauen. Noch nicht rausgehauen, weil das ist ja auch noch der Punkt. Man darf ja eine Platte nur rausbringen, wenn man auch eine dazugehörige Tour hat. So, und diese Tour, die muss natürlich auch erstmal stattfinden. Mhm. Und das ist nämlich die große Schweinerei. Wissen wir jetzt, ob die nächste Tour, die geplant ist, stattfindet, ja oder nein? Dürfen wir jetzt eine neue Platte promoten und sagen, die kommt dann und dann raus, weil wir dann und dann auf Tour sind? Das ist halt die Riesensauerei, in der wir uns gerade befinden. Ja, okay. Und es gibt einfach keine Sicherheit. Wir können nicht planen, so wirklich. Ja, du hörst von vielen gerade aktuell. Ja. Absagen, Verschiebungen mal wieder. Obwohl man ja eigentlich gedacht hat, dieses Thema sollte so langsam durch sein, aber ist es leider nicht. Nee, da haben wir noch was von. Ja.
Aber Zeit positiv nutzen auf jeden Fall. Also sich nicht runterziehen lassen, finde ich, ist so mein Resümee. Weil du hast zwei Optionen. Du kannst dich entweder runterziehen lassen und sagen, scheiße, ist alles kacke irgendwie. Oder du nutzt die Zeit, um Dinge zu tun, die du vorher vielleicht nicht machen konntest, die dich auch weiterbringen. Das haben wir gemacht. Voll, wir haben die Streaming-Konzerte gemacht, wir haben die Radioshow gemacht, wir haben Verkaufssendungen gemacht, wir haben auch uns mehr Zeit für die Produktion nehmen können, was natürlich auch ein Riesenvorteil war. Wir haben Dinge ausprobiert, wir haben in Hallen Schlagzeug aufgebaut und irgendwie Akustiken ausprobiert und so weiter. Und das kannst du nicht immer, wenn du unter so einem Zeitdruck stehst oder einen Zeitplan verfolgen musst. Und das war irgendwie auch gut. Voll, könnt ihr auf jeden Fall als Außenstehender genauso unterschreiben. Man hat irgendwo immer was von euch gesehen. Das wurde prinzipiell nie langweilig. Ihr habt immer neue Sachen ausprobiert und das kam, glaube ich, so auch ganz gut an. Ja, man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass viele Dinge erst gut angenommen wurden, aber dem Publikum da draußen schnell auch wieder langweilig wurde. Ja, gut, dadurch musste man immer wieder was Neues raushauen und das hat uns natürlich auch so ein bisschen in Zugzwang und Stress versetzt. So. Mhm. Aber letztendlich, rückblickend kann man, glaube ich, sagen, dass wir alles richtig gemacht haben für die Zeit, ne? Für das, was man machen konnte. Also ich will uns jetzt nicht selber loben, aber ich glaube, mir würde jetzt im Nachhinein auch nichts einfallen, was man noch hätte machen können. Ja. So. Oder? Nee. Kann man genauso stehen lassen. Ja. Was möchtet ihr den restlichen Zuschauern noch mitgeben? Den restlichen Zuschauern? Oh, ganz wichtig. Auch wenn dieses Corona-Arschloch immer noch da ist, solange ihr keine Karten kauft, wichtiges Thema. Sehr wichtiges Thema. Kann es sein, dass trotz Corona, wenn man spielen könnte, eben dann doch nicht spielt, weil der Veranstalter einen Rückzieher macht. Mit zu wenig vorverkauften Karten ist es einfach unwirtschaftlich für ihn und dadurch werden dann Konzerte abgesagt, obwohl sie eigentlich gar nicht abgesagt werden müssten. Deswegen ist es total wichtig, so zu tun beim Kartenkauf, als gäbe es Corona gar nicht. Das Geld ist ja nicht weg. Wenn es dann nicht stattfindet, kriegt man die Kohle trotzdem wieder und von daher verliert keiner was dabei, wenn er einfach optimistisch Karten kauft. Genau, also unterstützt eure Lieblingsbands, unterstützt Festivals etc. Kartenkauf ist wichtig. Yep. Ja. Willst du noch was sagen? Damit ist eigentlich alles gesagt, außer geht auf Live-Konzerte, Leute, und Von allen Bands übrigens. Von allen. Nicht nur für Heldmaschinen. Aber überwiegend. Nein. Also danke fürs Einschalten, danke an eure Zeit, danke. Danke, ihr habt ja nachher auf jeden Fall noch eine geile Show. Ja. Und ich freue mich riesig drauf, mal wieder euch nach so langer Zeit zu sehen. Wow. Und deswegen, klickt rein und klickt, wie gesagt, unten mal auf die ganzen Links. Liken, abonnieren, ihr wisst, wie es läuft. Und bis zum nächsten Video. Yeah. Remember who you are.